Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 22.11.2017. Ja, der DAX hat sein Ziel erstmal erreicht und nun müssen wir schauen, ob er jetzt hier einfach mal nur die Aussicht genießt, sprich auf der Stelle stehen bleibt, ein bisschen um sich guckt, hin und her schiebt zur Seite, ob er weitermacht, ja, ob er weiter emporklimmt auf weitere Hochs. Oder jetzt langsam wieder umkehrt. Also es ist jetzt wirklich ein kleiner Wendepunkt, den wir erreichen, ne, insbesondere aus dem Tagesschart heraus. Den gucken wir uns dann auch gleich noch an. Und um da eine Tendenz ableiten, gucken wir erstmal die Stunde. Denn vom Muster her sehen wir eine schöne, kräftige Aufwärtsbewegung, an der sich auch die folgende Aufwärtsbewegung technisch gesehen orientiert. Ne? Wenn Sie das mal so von der Ausprägung her anschauen, hat sich auf jeden Fall diese Aufwärtsbewegung an der vorherigen orientiert. Man sieht ganz gerne auch mal, dass dann noch so ein Gerät nach oben gestellt wird, ja, wäre jetzt hier zu vermuten, dass die allerdings von der Ausprägung da schon die folgende Bewegung von der Ausprägung kleiner wurde, dann auch wieder kleiner wird. Grundsätzlich würde ich das aber erstmal als Alternative machen, weil, wie Sie ja wissen, wir im Tageschart eben ein größeres Ziel bei 1,90 hatten. Wir gucken plus mal ganz schnell noch rauf, was passiert ist. Kräftig gestartet ist er nicht. Daher ist auch nicht Overnight an die 1,10. Daher war die favorisierte Route schon mal leicht zu vernachlässigen. Er ist eher mehr so wie in unserer Alternative rausgekommen, ne? Die 13,20, 13,24, die lag hier unten. Die hat es sehr schön aufgegriffen, ist dann auch hochgekommen und hat dann hier Punkt 10:30 Uhr die Zündung nach oben gemacht, anstatt hier eben noch mal ein bisschen runter in unsere Kaufzone zu setzen. Ja, da haben wir uns die Mühe gemacht, mal eine Kaufzone zu platzieren. Und er ignoriert das einfach. Ist nicht fair. Aber gehört dazu. Ja, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir müssen hier gucken, dass wir das Beste draus machen. Von der Bewegung her, also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging. Ich empfand das, also gefühlt war das doch wie Slow Motion, oder? Also ich weiß nicht, den Tag über, ich empfand, der ist so im Nachhinein ein ganzes gutes Stück gelaufen, aber über den Tag, das, also ich empfand die Bewegung als träge. Es war sehr interessant, war sehr gemütlich, da war wenig Spannung drinne. Der ist eigentlich relativ stabil hochgekommen, aber wenn der so langsam ist und so träge kommt, ist meistens immer nicht viel Volumen drinne. Und das macht's nur interessant. Ja, wenn der eben nicht oben rausgeschlagen wird jetzt hier, ne, 13,95 haben wir gesagt, wenn er per Stundenschluss über 13,100 geht, haben wir gesagt, dann ist mit 13,190 zu rechnen und die hat auch direkt gegriffen dann. Ja, so, jetzt aber zu den Varianten. Möglichkeit A, wir kommen noch ein bisschen runter, vielleicht. Der muss gar nicht so tief sein. 1,13, 1,38 wird sogar schon ausreichen. Im Extrem könnte das aber auch 13.100 werden. Ja, dass wir hier nochmal runterkommen und dann noch einmal so eine schöne, kräftige Bewegung nach oben sehen, die uns gut und gerne bis 13.270 hier führen kann. 13.270 liegt dann das große 61er Retracement auf Tageschart-Ebene. Dazu kommt hier 281, das ist eigentlich recht zuverlässiger Widerstand. Der dürfte dann, wie auch unsere 1,90, ein bisschen reagieren, auch wenn die 1,90 hier doch unsauber genommen wurde. Ja, die wurde hier ganz schön ausgespült, hat aber dennoch ihren Zweck erfüllt und den DAX hier erstmal in eine Pause getrieben. Ja, die 1,90 ist das 50er Retracement auf Tagesschart-Ebene. Zusätzlich, ja, die Marke, die hatten wir schon vorher drinnen, da gab es die Abwärtsbewegung noch nicht einmal, greift hier aber schön ineinander. Okay, das wäre die alternative Variante. Favorisieren würde ich nun sogar eher, dass wir hier ein wenig nach unten rutschen, tiefer gehen, vielleicht sogar 13.100. Von 13.100 durchaus nochmal die Möglichkeit haben, einen Anlauf zu nehmen und dann von 13.160 uns aber, und das kann auch wieder sehr träge sein, so wie es im Vortag,
uns wieder nach unten wühlen und deutlich tiefer. Bis 13, 40, 13, 30. Ja, doch, das. Ich würde sogar noch mehr in den Raum stellen. Sagen wir mal 13.000. 13.000 etwa. Ja, doch, würde gut reinpassen. Dazu muss aber gesagt werden, der muss ja auch schwach kommen. Ja, also mindestens mal ein Abwärtsgap wäre erstmal schön. Ja, und Knackpunktstelle wird hier so die 1,30. Das ist schwierig zu trennen, die beiden Varianten voneinander. 1,30, 1,20 wäre noch legitim für diese kräftigere Aufwärtsbewegung dann. Umso tiefer der kommt, umso schwieriger wird es dann für den DAX so doll nach oben raus. Die Tatsache, dass ich den jetzt hier noch nicht so oben rauszähle, ist, dass er im Grunde genommen für die Jahresendrallye alle Zeit der Welt hat. Der muss nun nicht oben rausdrücken. Und ich weiß, dass das Sentiment schon wieder extremst bullisch gerade wird. Ja, sind schon wieder jetzt drauf und dran, hier oben reinzugehen. Das kann sich aber auch zum Früh wieder ändern. Ja, wenn die alle total bärisch reinstarten, dann gerne auch oben raus. Nur weil ich den jetzt hier runterzeichne, bitte vorsichtig, bin ich noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass diese Tagesschartroute auch tatsächlich aufgeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir bis Dezember weiter oben stehen, dass wir auch noch eine 300 sehen und dass wir auch eine 400 sehen. Aber es wäre auch völlig legitim, wenn der DAX in der Zwischenzeit zum Mittwoch erstmal hier nochmal runterkommt und dann zum Donnerstag wieder hochklettert. Ne, immer so ein bisschen Stück für Stück sich einfach weiter nach oben kämpft und im Dezember, Weihnachten, steht er plötzlich auf 13.800 und man hat eigentlich gar nicht mitbekommen, dass er steigt. Denn das macht der DAX ganz gerne. Einfach ein bisschen, ja, nicht alles an einem Tag schaffen, ein bisschen, ja, die Finten schlagen hier und Täuschmanöver bringen. Von daher, mir würde das ganz gut reinpassen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der DAX sich doch ein bisschen deutlicher hängen lässt zum Mittwoch, und dann zum Wochenschluss trotzdem noch wieder gut rauskommt. Ja, also wir können das auch gerne, falls Sie das jetzt hier irritiert, dass ich das so doll nach unten zeige, wir können das auch gerne so machen, dass wir den machen. Das trifft's voll und ganz. Ich würde sagen, wenn der hier so doll runterkommt, dann nur als Teil einer. Also als Part eines Rücksetzers, der dann eine weitere Erholung mit sich führt. Ja, gut. Das heißt, unsere Kaufzone, die wir hier hatten, die würde sich nun weiter hochtragen. Ja, die würde sich nun auf 13.000 etwa sehen, 13.110. Weg da. Ja, also wichtig wäre, wenn der DAX runterkommt, tatsächlich runterkommt, wir brauchen das Tief unter 13.160, dann würde sich die blaue Route erst initialisieren. Bitte nicht zu übertrieben jetzt Short reingehen. Ja, es ist für mich eher mehr auch so eine Bewegung, die ich einfach nur abwarten würde. Die würde ich mir einfach angucken und dann mit größerer Gewissheit mir hier unten versuchen, Longs aufzubauen, um den höher zu begleiten. Weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass wir hochgehen, auch wenn die charttechnische Situation da ist. Also wenn er hier unten rausbricht, dann, wenn er sich an der 13.000 und 12.978 nicht gefangen bekommt, dann werde ich aber auch wieder richtig bärisch. Ja, hoppala, jetzt habe ich was gelöscht. Ja, dann werde ich wieder richtig bärisch. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass genau dann auch unsere Tagesschartroute aufgeht. Und der DAX hier richtig auf die Mütze kriegt. Ja, so unter 12, 9, 78. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns mal die 12.750 angucken und dann gegebenenfalls auch die 12.700. Ja, wenn diese Kaufzone hier nicht hält. Geht er natürlich vorher hoch? Auch okay. Ja, ich bin für die nächsten Tage eher mehr leicht bullig. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Variante aus dem Tagesschart, die wir hier als Alternative haben, dass die getriggert wird und dass der DAX sich hier darüber schiebt. Kann ich mir mittlerweile fast gut vorstellen. Von der Bewegung her, von der Charttechnik her, muss ich die blaue Route noch aktiviert lassen. Ja, sie würde hier vom Chartbild momentan stimmiger reinpassen. Auch wenn man berücksichtigt, dass er hier schon einmal runterkam und dieses Tief höher war als dieses Tief. Ja, also das war höher. Das war kein tieferes Tief.
Das heißt, das ist immer noch eine Teilbewegung zu werten und die ist in Bezug zur Abwärtsbewegung Träger. Ja. Geht er aber per Tagesschluss hier über 210 drüber, hat er im Prinzip nach oben wieder reichlich Luft. 13.270 ist das etwa das 61er Retracement, das ist nochmal eine wichtige Marke. Dann haben wir 13.320, 13.330, auch eine wichtige Marke. Von denen, da, dort könnt ihr überall mal ranpieken und dann wieder unter 13.210 schließen. Macht er das tatsächlich? Auf jeden Fall diese Abwärtsroute mit im Plan haben. Momentan bin ich aber noch leicht bullischer. Ja, wir gucken uns mal an, wie der Donnerstag, wie der Mittwoch verläuft. Gegebenenfalls, wenn bricht er richtig dynamisch weg hier nach unten, werde ich auch wieder bärischer. Momentan bin ich leicht bullig. Für den Mittwoch rechne ich aber noch mit einem Rücksetzer. Gut, ich hoffe, das war nicht zu durcheinander. Ich versuche halt einfach darzustellen, was ich sehe. Und hier bin ich wirklich ein bisschen unentschlossen. Wir können weiter hoch. Ja, 2,70 wäre auf jeden Fall noch ein Ziel, das legitim wäre. Der DAX macht es gerne, dass er hier so fünf Bewegungen dann hinstellt. Ja, das heißt, das ist eine durchaus vertretbare Alternative. Oder aber der DAX hat hier oben jetzt erstmal finalisiert. Ne? Er hat unser großes Ziel bei 13,190 erreicht und kommt jetzt hier runter, um die 13.000 mal voll zu machen. Gut, wichtige Marken, also 13.000, die 13.100 ganz, ganz wichtig, die 13.130 wird wichtig. Und wenn wir neue Hochs bekommen, ja, also bitte auch über 13.200 kann man sich schon diese Alternative anschließen. Über 13.200 sollte man schon mit einem Erreichen von 13.270 rechnen. Das heißt, das wäre auch so eine kleine Longstrecke, die man noch versuchen könnte mitzunehmen. Ja, und dann hier oben erstmal versilbert. Ja. Gut, na dann machen Sie das Beste draus. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.